Liebe Brüder und Schwestern, ja, worin besteht der Sinn des Lebens? Iss und trink, freu dich des Lebens, lass es dir gut gehen. So sagt sich heute der Reiche im Evangelium. Und er wird zum Narr. Jesus nennt ihn einen Narren, weil er nur an sich selber denkt, weil er auf seinen Reichtum vertraut, auf seinen irdischen Besitz, auf das, was er aufgehäuft hat. Ich denke, das ist auch für uns heute eine große Versuchung, gerade für die Menschen hier in den hochentwickelten Ländern, in Europa, in den Industrienationen, in den Wohlstandsländern, dass wir auf die Macht des Geldes vertrauen, auf den Besitz und dass wir der Habgier verfallen, die, wie der Apostel sagt, ein Götzendienst ist. Immer mehr haben, immer mehr besitzen. Wie viele Menschen sind von dieser Gier getrieben, dass sie immer mehr haben müssen, dass sie nie genug bekommen. Und was bleibt letztlich? Wie Kohelet sagt, alles nur Windhauch. Ja, was bleibt am Ende unseres Lebens, wenn wir nur auf das Materielle bauen, auf die materiellen Dinge vertrauen, auf unseren Reichtum? Ja, vor Gott sollen wir Schätze sammeln, vor Gott sollen wir reich werden. Dazu lädt der Herr uns heute im Evangelium ein. Ja, wann sind wir reich vor Gott? Ja, zuerst dann, wenn wir uns einmal bewusst sind, wem wir unser Leben, unsere Existenz verdanken, wer diese Welt, diese wunderbare Welt geschaffen hat, mit all ihren Reichtümern und Schönheiten. Gott, unser Schöpfer, unser Vater im Himmel, er hat alles durch seinen Sohn gemacht, im Heiligen Geist. Ja, der eine dreifaltige Gott hat alles geschaffen. Er hat uns das Leben geschenkt. Ihm verdanken wir unseren Besitz, all das, was wir haben und sind. Ja, und aus diesem Bewusstsein heraus sollen wir unser Leben gestalten. Als Christen, als Menschen, die zu Jesus gehören, die auf ihn vertrauen, die nicht der Habgier verfallen, sondern Gott an die erste Stelle setzen, in unserem Leben, in unserem Herzen. Ja, Gott allein ist der einzige wahre Gott. Jesus, der Vater im Himmel, der Heilige Geist, dieser eine dreifaltige Gott, ihm allein gebührt die Ehre, der erste Platz. All unsere Sehnsucht, unsere Hoffnung, er ist die Erfüllung unseres Lebens. Und er ist unser Ziel. Wie leicht verlieren wir das Ziel aus den Augen. Gerade dann, wenn es uns gut geht, wenn man meint, alles zu haben. Wie schnell vergisst man auf Gott? Und es scheint heute so wirklich weit verbreitet zu sein, dass viele Menschen eigentlich vergessen haben, dass es einen Gott gibt. Und dass wir am Ende unseres Lebens auch Rechenschaft schuldig sind für unser Leben. Nein, nach dem Tod ist nicht alles aus. Nach dem Tod beginnt das eigentliche Leben. Wir sind für das ewige Leben bestimmt, geschaffen. Daran glauben wir als Christen, dafür leben wir, dafür sollen wir all unsere Kräfte, unsere Fähigkeiten einsetzen.
Ja, wir sollen reich werden an guten Werken. Gerade jetzt in diesem Jahr der Barmherzigkeit sind wir neu eingeladen, die Werke der Barmherzigkeit zu üben, einander Erbarmen zu erweisen, reich zu werden, zu wachsen in der Liebe zu den Mitmenschen. Wir sollen Zeugen der Barmherzigkeit des Vaters sein. Lassen wir uns vom Geist Gottes erfüllen, von seinen Gaben beschenken. Der Geist Gottes bringt Freude, Liebe, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue hervor. Das sind die Gaben des Geistes Gottes. Und so werden wir reich sein vor Gott. Wir werden nicht mit leeren Händen dastehen am Ende unseres Lebens. Es wird nicht alles Windhauch sein, sondern wir werden vor Gott reich sein, voll Zuversicht. Ja, dann haben wir eine Zukunft. Dann stehen wir am Ende nicht da wie die Narren, wie die Dummen, wie die Toren, sondern der Geist Gottes bewirkt in uns und erfüllt uns mit seiner Weisheit, seinem Licht, seinem göttlichen Leben. So kommen wir auch jetzt wieder voll Vertrauen zum Herrn. Jesus schenkt sich uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Er erfüllt uns neu mit seiner Kraft, seinem Geist, seinem göttlichen Leben, damit wir wieder neu in diesem Bewusstsein leben. Gott ist alles und in allem für uns. Amen.